Oh, ihr habt wahrscheinlich das Thumbnail schon gesehen. Oh mein Gott, ich habe die ersten Zeichnungen bekommen. Aber die zeige ich euch nachher, wenn ich zu Hause bin. Weil ich bin nämlich gerade im Büro auf der europäischen Seite. Genau, wir haben ganz viel neue Ware bekommen und das muss jetzt alles nochmal kontrolliert werden. Dann wird das nachher alles noch eingepackt, das zwar nicht heute, aber genau, ich habe schon so einige Sachen fertig gemacht. Ich habe hier jetzt gerade die ganzen Sendungsnummern der Sendung fertig gemacht, die alle beim Zoll hängen. Ich glaube, die machen mir einen Strich durch die Rechnung. Aber ich wollte ja einige Sachen für eine Worst the Hype-Serie auf Instagram starten. Das wird was so. Also ich glaube, die denken nachher, dass ich die Sachen hier irgendwie verkaufe oder so. Gott. Naja, ich gebe mein Bestes, um auf jeden Fall an die Sachen ranzukommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich euch hier noch zeigen soll. Soll ich euch vielleicht ein, zwei neue Schmuckstücke zeigen? Eins, zwei. Wir haben so viele neue Sachen, Leute. Ihr werdet ausflippen. Diese ganzen Schmuckstücke, das ist ja immer mein Geschmack. Jeder hat einen anderen Geschmack. Manche mögen das klobig, manche mögen das... Ich mag das hier immer so ein bisschen dezenter. Hallo! Genau, ich hoffe einfach, dass die neuen Sachen euch dann gefallen. Ich zeige euch mal mein Tattoo jetzt. Eine Woche nach der Entfernung. Das sieht so übel aus. Da habe ich auch richtig schön Propolis drauf gemacht. Ja, das muss ich jetzt erstmal abheilen und dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich das dann... ergibt. Ein paar der neuen Ohrringe sind diese... Oh, love it! Gut, es soll ja jetzt gar nicht darum gehen. Es soll um das Wohnzimmer gehen, um das Haus, Leute. Es ist so wunderschön geworden und das zeige ich euch, wenn ich zu Hause bin. So, Hamza hat in einigen Tagen Geburtstag. Ich bin gerade dabei zu gucken, was für eine Katzentorte ich für ihn machen könnte, weil... Oh Gott, ist das süß! Oh. Aber... Das ist ja auch mal... Letztes Jahr haben wir schon ausfallen lassen. Ja, ihr habt es gehört, letztes Jahr haben wir schon seinen Geburtstag ausfallen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenigstens den dritten. Wir feiern zwar jetzt nicht mit Kindern oder so, hallo Corona. Und ich muss ihm auch noch ein Geschenk holen. Ich dachte, ich hole ihm vielleicht so einen Scooter oder sowas. Aber ich frage mich gerade, ob er damit schon dann fahren kann. Okay, ich gucke hier jetzt einfach mal weiter, ob ich hier noch eine Katzentorte finde. So ein bisschen Inspiration. Und gucke auch noch mal nach dem Geschenk. Was würdet ihr denn einem Dreijährigen schenken? Ah, Leute, das ist immer so schwer. Er mag Peppa Pig. Er mag sehr gerne im Garten spielen, er mag Wasser sehr gerne. Es ist wirklich schwer. Ich meine, ich kenne mein Kind am besten, aber bei Geschenken hört es bei mir echt auf. Ich habe gerade aus Versehen, das war hier eine Dame, die wollte mit mir einen Kaffee trinken. Ich sage, okay, und dann habe ich einen Kaffee bestellt mit Zucker. Also ich ohne Zucker und sie mit Halbzucker. Und dann haben wir auch noch die Kaffeedinger vertauscht und ich habe mit Zucker getrunken und sie mein. Jetzt ist mein ganzes Fasten hin, der ganze Tag wahrscheinlich. Oh Mann, ich ärgere mich gerade so darüber, wie konnte ich nur das vertauschen? Ich glaube, während der Fastenzeit darf man nur Wasser, Tees ohne Zucker und Kaffee schwarz ohne Zucker. Na egal, von einem Tag wird jetzt nicht, aber ich ärgere mich trotzdem darüber. Ach so, da ist gerade wieder eine Mail reingekommen. Da hängt schon wieder was beim Zoll. Oh Scheiße, was ist denn das? Mein Mann meinte eben zu mir, komm, ich bringe dich nachher was. Ich fahre dich nachher zum Essen. Ich so, yeah, ich war schon so lange nicht mehr. Hey, Corona. Ja, ich freue mich richtig, ey. Ist euch das schon einmal passiert, dass ihr eine Sendung erhalten habt, aber nicht wusstet, von wem das ist? Das ist mir gerade passiert. Ich weiß nicht, wer mir was zuschicken möchte. Und deswegen recherchiere ich hier gerade. Dann bin ich mal auf die Homepage von unserem Depot, Pack Angel, zum Stalken, wer mir was zugeschickt hat. I don't know. Wir lassen uns überraschen. Wir
versuchen jetzt hier die Fähre noch zu kriegen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich war heute Morgen schon um 5.30 Uhr auf dem Bein und es war morgens natürlich noch relativ kalt. Und schaut mal jetzt, 33 Grad. Papuru kachirdas galiba, değil mi? Olabilir. Sen yine sabah T-Shirt giydin, ben ne diyeyim yani? Koskoca kazak. Ich liebe Istanbul über alles, aber ich hasse Istanbul auch. Das habe ich ja jetzt auch schon ganz oft gesagt. Es ist so schön hier zu leben. Ich liebe einfach das Meer. Ich liebe die Atmosphäre hier. Schau mal, da kommt eine Fähre und es ist immer Trubel, aber es sind einfach zu viele Menschen. Ist wahrscheinlich in jeder Großstadt so. Ne? Auch die Leute, die wahrscheinlich in Los Angeles, New York leben und so, die lieben das wahrscheinlich dort, aber es ist zu viel Trubel. So, jetzt ist hier eine Schlange immer und da muss man sich kurz anstellen, aber wir haben es noch geschafft. Und jetzt warten wir auf die Fähre. Beziehungsweise, dass wir gleich einsteigen können. Bleib doch einfach mal in deiner Spur, ey. Das ist doch der Grund, warum hier so viel Verkehr ist. Die Leute bleiben einfach nicht in ihrer Spur. Und guck mal, da hinten ist der Galataturm. Seht ihr das? So schön. Schaut mal. Oh, das ist so schön. Also wir leben wirklich in der schönsten Stadt der Welt, wirklich. Wir sind gerade auf der europäischen Seite und dort drüben, nee, pardon, nicht dort drüben, auf der anderen Seite, dort drüben ist die asiatische Seite. Das heißt, Istanbul ist die einzige Stadt auf der Welt, die auf zwei Kontinenten liegt. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Fähre einmal rüberfahren. Genau, und ich wohne ja auf der asiatischen Seite. Genau, deswegen müssen wir jetzt in die Fähre einsteigen und dann geht es so für eine Viertelstunde rüber. Endlich sind wir jetzt nach 10 Stunden hier angekommen in dem Restaurant, wo wir essen wollten. Wir mussten durch einen Sicherheitscheck, das heißt, uns wurde erstmal Fieber gemessen. Dann ist hier auf dem Tisch einmal Desinfektionsmittel und es gibt ja gerade keine klassischen Karten. Hier ein QR-Code-Scanner. Und bekommst dann das Menü auf dem Handy, damit das Risiko der Ansteckung vermieden wird. Das ist ja mal der Hammer. Fortschrittlich, fortschrittlich auf jeden Fall. Wir lassen es gleich schmecken. Ich habe richtig Hunger. Ich habe jetzt, wie lange gefastet, wartet? Sage und schreibe 20 Stunden. Das heißt, mein Körper ist seit 6 Stunden in der Autophagie-Phase und seit 8 Stunden verbrennt er Fett. Juhu! Ich habe hier gerade so viel Salat gefuttert, dass ich das gar nicht mehr schaffe, glaube ich. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft, euch die 3D-Zeichnung zu zeigen, aber jetzt zeige ich euch sie. Ich bin gerade im Office, habe mir die Bilder auf das iPad geladen. Vorab, also das ist jetzt eine 3D-Zeichnung vom Wohnzimmer. Ich blende euch hier jetzt nochmal ein Bild ein, wie es vorher, also leer aussieht, ohne diese Zeichnung.
Und ich bin einfach begeistert, weil ich mir das so gar nicht erträumt habe. Ich wollte in diesem Erker auf jeden Fall eine Kuschelecke haben. Die hat sie mir gemacht. Ich zeige euch jetzt. Das ist dann das Endergebnis vom Erker. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist meine Architektin. Man sieht hier, sie hat hier zwei so Trennwände reingemacht. Dann hat sie hier eine Sitzgruppe reingemacht und Tische und Blumen. Und oben ist es ja offen. Das heißt, man kann sich hier dann einfach abends hinschillen. Und das Schöne ist, dass sie auch noch zwei Puffs geplant hat. Das heißt, man könnte hier eventuell auch schlafen, wenn man möchte. Genau, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hat sie so softe Farben gewählt. Dieses Peach gefällt mir sehr gut. Hätte ich, glaube ich, so nicht gewählt. Dann genau hat sie auch unsere Möbel wieder genommen. Also das ist ja unsere Konsole. Das ist jetzt die linke Seite, unser Esstisch, unser Marmor-Esstisch, unsere Stühle. Dann hat sie hier zwei Gardinen, ein bisschen Deko gemacht. Und die andere Seite sieht so aus. Also hier hat sie eine Konsole hingemacht, Regale und ja, Couch und Teppich und Tisch und so weiter und so fort. Aber die Ecke gefällt mir wirklich am besten, hier auch mit der Lichterkette und so. Und hier werden wir wahrscheinlich noch eine Musikanlage hinmachen. Und so sieht das dann aus, wenn man auf der Couch sitzt. Aber sie hat hier eine weiße Couch genommen. Die haben wir jetzt natürlich nicht. Die hat sie dann jetzt einfach mal für später geplant, falls wir da jetzt sessig werden endlich. Ihr wisst, weiße Couch und Kinder funktioniert nicht so gut. Beziehungsweise vielleicht eventuell, wenn die etwas älter sind, weil die sauen alles ein. Und so sieht es dann komplett fertig gestaltet aus. Hier hat sie noch ein Regal hingemacht. Genau, die Lichter und so weiter. Und das sind wahrscheinlich alles Artikel, die man auch irgendwo bekommen kann, hier mit dem Teppich und so weiter. Also das ist die 3D-Zeichnung vom Wohnzimmer. Mal gucken, wie es am Ende wirklich tatsächlich aussieht, wenn es fertig ist. Sie hat aber auch noch eine Zeichnung gemacht mit der aktuellen Couch. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Momentan haben wir ja diese Couch und diese und einen Einzeldings. Und da hat sie auch wieder unsere Gardinen genommen. Jetzt ganz ehrlich, ich gucke mir so das Bild an und denke so, hey, wie hat sie denn das so eins zu eins so hingekriegt? Also ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, aber es sieht einfach mal, geil aus. Jetzt die Frage, was meint ihr? Also ich finde tatsächlich, dass das Türkise ein bisschen besser passt, aber diese Variante ist ein bisschen wärmer gestaltet. Und ich bin jetzt total unschlüssig. Tatsächlich gefällt es mir mit der weißen Couch besser, harmonischer. Das wird dann wahrscheinlich erst später so sein. Aber ich habe die Möbel jetzt erst gerade neu und möchte die natürlich so, bis die Kinder so 5, 6, 7 sind, am besten noch benutzen. Weil die sauen das wirklich tatsächlich so oft ein. Also was gefällt euch besser? Die türkise Variante oder die braune Variante? Genau. Das hat euch Spaß gemacht, dieses kleine Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten.